Meine sehr geehrten Damen und Herren, namens der österreichischen Wirtschaft ein herzliches Grüß Gott zu einer zwar zum 9. Mal, aber wahrscheinlich doch noch immer einzigartigen Veranstaltung, den Praxistagen, wo es darum geht, das, was wir als Wissen laufend generieren, tatsächlich anwendbar zu machen. Und ich möchte meine Ausführungen mit einem zweifachen Dank beginnen. Zum einen an den Dr. Jirik, dass er die Mühen und Plagen auf sich genommen hat, diese Veranstaltung wieder zu organisieren und mit einem tollen Programm auszustatten. Und zum Zweiten an den Vizekanzler Dr. Androsch, mit dem ich viele auch persönlich interessante Gespräche, zum Beispiel zum Thema Gesundheitsreform, führen durfte. Dieser Dank, Vizekanzler, gilt Ihnen, weil Sie sich als, wie es so schön neudeutsch heißt, Elder Statesman um eines der wichtigsten Themen dieser Gesellschaft, nämlich um die Bildung, erneut angenommen haben. Und auch wenn Sie angemerkt haben, wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, ich bin mir sicher, wir kommen dorthin, weil wir dorthin müssen. Und dass Sie sich an vorderster Front zur Verfügung gestellt haben, ein Bildungsvolksbegehren zu initiieren, ist eigentlich ein sehr schönes und praktisches Beispiel, dass das Lernen nie aufhört und dass wir alle gefordert sind, die Welt an die nachfolgende Generation nicht nur in einem ordentlichen Zustand zu übergeben, sondern auch sie darauf vorzubereiten, was sie denn möglicherweise erwartet. Und nichts ist dabei wichtiger wie die Bildung. Und dort hinken wir ziemlich eindeutig nach. Daher herzliches Danke, dass Sie sich hier als Speerspitze zur Verfügung gestellt haben. Und es ist eine schöne Überleitung zu einem Thema der Praxistage, weil wir generieren täglich enormes neues Wissen. Allein im Bereich der Gesundheit, die ich auch vertrete, entstehen pro Tag 3000 wissenschaftliche Publikationen. Und wenn man das verfolgt, ist jedem klar, dass das niemand mehr lesen kann. Es geht also darum, die Dinge zu filtern, zu clustern, aber schlussendlich auch den Sukkus daraus zu ziehen, was ist real umsetzbar und was bleibt auf der Metaebene der Forschung. Und um das geht es in Wahrheit, dass wir hier in vielen Bereichen neues Wissen generieren, mit dem wir nicht so recht wissen, wie wir es umsetzen sollen. Und wir haben dabei zwei große Problemfelder. Das eine Problemfeld ist, das sieht man in der Forschung und in der Innovation sehr genau, wie lange dauert es, bis ein Grundprinzip, das erforscht wurde, tatsächlich in der täglichen Praxis ankommt. Dazu gibt es ganze Institutionen, die sich damit beschäftigen, aber ich kann Ihnen ein praktisches Beispiel nennen oder zwei vielleicht. Das eine ist, wir verfügen ja heute alle über Handys, was besonders angenehm ist, keine Tasten mehr. Und Sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch an das Tastentelefon, das es einmal gab, zumindest der Dr. Androsch und ich werden uns noch daran erinnern, wir sind schon aus der Generation der noch Tastentelefonierer, wir konnten noch die Wählscheibe wahrscheinlich sogar noch benutzen. Dieses beruhte dann, das Tastentelefon beruhte auf einem Prinzip, das bereits über 30 Jahre davor entwickelt wurde, nämlich das Speichern von Nummern. Das konnte man im Computer schon, aber es dauerte 30 Jahre, bis man diese Erfindung, als neuen Nummernspeicher gab es damals, man konnte neuen Kurzwahlen programmieren, überhaupt ins Telefon brachte. Und wenn Sie sich erinnern, Sie alle hatten schon ein Autoradio mit Sendersuchlauf, da gab es daheim noch die Stereoanlage, wo man drehen musste. Sie sehen an diesen zwei kleinen praktischen Beispielen, dass wir auch die Aufforderung haben, Erkenntnisse und Wissen schneller in die Praxis umzusetzen. Und Veranstaltungen wie diese sollen genau diesem Zweck dienen, nämlich Dinge rasch zu realisieren, zu erkennen und dann sie in die Praxis zu übersetzen. Das ist bekanntlicherweise nicht eine besondere Stärke hier in Österreich, dass wir sehr schnell in die Praxis umsetzen. Daher umso wichtiger diese Praxistage, die das einzige Ziel eigentlich haben, und das generierte Wissen tatsächlich erlebbar für Sie zu machen, damit Vorteile zu schaffen. Wir hatten, weil Herr Vizekanzler Androsch sehr intensiv und richtigerweise über die langjährigen Entwicklungen der Menschheit auch referiert hat, vor einigen Jahren so eine eigenartige Kampfposition in der Wirtschaft bekommen. Und Sie erinnern sich an die Schlagworte Old Economy and New Economy. In Wahrheit eigentlich eine Beleidigung für die Old Economy, denn die hat die Basis und die Grundlagen des Wirtschaftens geschaffen. Und die New Economy hat gesagt, das brauchen wir alles nicht mehr, wir machen jetzt alles virtuell.
Dass das nicht funktioniert, das wissen Sie in der Zwischenzeit, und dass auch manche Blasen zwischenzeitlich zerplatzt sind, haben wir alle leidvoll miterlebt. Aber was sollen denn solche Veranstaltungen wie diese, wie die Praxistage, tatsächlich erreichen? Sie sollen die Vernetzung aus der sogenannten Old Economy mit der sogenannten New Economy erreichen, nämlich dass die Tools des einen bei dem anderen einfließen, und manche Blasen in der New Economy sind ja zerplatzt, weil sie die Grundgesetze der Old Economy, nämlich wirtschaftliches Handeln, nicht begriffen haben. Und in der Old Economy sind manche verschwunden, weil sie die neuen Technologien nicht wahrhaben wollten. Daher, solche Praxistage wie diese sollen dazu führen, dass wir zu einem neuen Begriff kommen, nämlich die Vorteile der Old and New Economy zu verbinden zu einer Future Economy. Dort müssen wir hin. Und jeder, der in der einen Seite die Wirtschaftlichkeit nicht präzise mitnimmt und in der anderen Seite die neuen Technologien verschläft, der wird vom Markt verschwinden. Und damit auch zum Schluss eine Anmerkung über die Entwicklungen, die zu erwarten sind. Nämlich die eine Entwicklung ist die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit macht uns Sorgen, weil wir mit unserer Kapazität der Verarbeitung mit dieser Geschwindigkeit nur schwer umgehen können. Das heißt, Sorgen macht sie im Sinne von fast Ängstlichkeit, von Besorgnis, manchmal auch von Druck, der entsteht. Und diese Geschwindigkeiten sind zwar nachweislich, wenn man sich die Marktforscher anschaut, immer relativ gleich schnell, aber sie erscheinen uns im Moment viel schneller. Und da können Sie jeden wissenschaftlichen Bereich sich anschauen. Wir haben jeden Tag neue Erkenntnisse in der Medizin über Genforschung, über Biotechnologie und dergleichen. Wir haben jeden Tag neue Entwicklungen, vorher angesprochen bei den Handys, wo wir also mit allen möglichen Features in der Zwischenzeit sozusagen ausgestattet werden. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, ich bin sehr affin für diese Technologie, aber mein Handy hat keine so lange Lebensdauer, bis ich es austausche, bevor ich erkannt habe, was das Alte alles konnte. Und mir ist vor kurzem etwas sehr Spannendes passiert, nämlich bei mir ist die Displaybeleuchtung ausgefallen. Für alle, die ein Smartphone haben, die wissen, was das bedeutet, nichts mehr, null. Das Gerät ist zwar funktionsfähig, aber Sie sehen nichts mehr. Und wenn Sie nichts mehr sehen, können Sie nicht mehr tippen, Sie können den Kalender nicht mehr aufmachen, Ihre Kontakte nicht mehr, Ihre E-Mails nicht mehr lesen. Und das ist ein ganz furchtbarer Zustand. Glauben Sie mir, an den 2 Tagen ist nichts passiert, das so weltbewegend gewesen wäre, dass ich darauf nicht verzichten hätte können. Es war für mich ein wichtiger Lernprozess, nämlich auch diese Entschleunigung zu sagen, nicht alles, nicht jede Innovation ist auch ein Fortschritt. Und darüber sollte man sich auch bei Praxistagen unterhalten. Ist das, was wir Neues wissen, tatsächlich ein Fortschritt gegenüber dem, was wir bisher im Handeln für Maßnahmen setzen? Diese Geschwindigkeit ist daher ein Thema. Und das Zweite, was ein vielleicht eher österreichisches Phänomen ist, wenn man die neuen jungen Staaten der Europäischen Union anschaut, wir laufen in Österreich Gefahr, dass wir eher zu einem Volk der User als zu einem Volk der Entwickler werden. Und das ist gefährlich. Wenn Sie sich heute anschauen, wie viele Handy-Apps täglich entstehen und wie wenig davon aus Österreich kommen, dann glaube ich, dass die jungen Menschen in Österreich mindestens so gescheit sind wie die in Lettland oder in Estland oder in der Ukraine oder wo auch immer, in China oder in Indien. Aber offensichtlich haben wir diesen Hunger der Entwicklung nicht mehr. Und Österreich war immer ein Land der Forscher und Entwickler. Und Österreich sollte dort auch wieder hinkommen. Daher auch mein Appell, bei diesen Praxistagen im eigenen Betrieb darüber nachzudenken, Dinge, die man von außen bekommt, erfolgreich in die Praxis umzusetzen, aber auch Dinge im eigenen Betrieb zu entwickeln, die dann andere erfolgreich in die Praxis umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung einen guten Verlauf, spannende Vorträge, konstruktive und interessante Diskussionen. Und das Wichtigste in 2 Ebenen. Erstens, nehmen Sie das Wissen mit. Sie werden etwa 5% dessen, was Sie hören, tatsächlich praktisch anwenden können. Aber wenden Sie die 5% an, dann haben Sie schon gewonnen. Weil Erfolg besteht nicht darin, dass Sie doppelt so gut sind wie Ihr Mitbewerb, sondern um 5% besser sind, das reicht schon. Und das Zweite ist, ich wünsche Ihnen als Vizepräsident der Wirtschaftskammer in Ihrem unternehmerischen Handeln viel Erfolg und als Vorsitzender des Hauptverbandes vor allem viel Gesundheit. Herzlichen Dank. Applaus